Hallo, der Blind Spectator vor euch am Mikrofon und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Inscription. Wir checken langsam dieses Spiel immer mehr und ja, scheitern aber leider immer noch in den eisigen Bergen. Der allgegenwärtige Werwolf ergräbt sich ein und kommt davor, um jeden Angriff am Land zu blocken. Wir nehmen Friedrich, Alter, guck mal, wir sind Furry gewesen. Oder was? So, dann holen wir uns ein geiles Totem. Hoffentlich ein geiles Totem. Du kannst ja eine alte Holzschnitzerin, die dich mit einem durchdringenden Blick ansah. Nach einem überlangen Moment der Stille bot sie ihre Schnitzereien an. Okay, dann nehmen wir den Wolfskopf. Mit dem ich halt noch nichts anfangen kann, aber wir müssen in die Zukunft investen. Du hast die Filmrolle genommen. Stimmt das? Mein Plan nähert sich dem Augenblick der Wahrheit, doch zuerst musst du ihn besiegen. Ich weiß zwar, dass ich das nicht so hätte tun müssen, aber er ist eine gute Karte, der Friedrich. Bist du sicher? Ja, schon. Weggesnackt. Dann holen wir uns da was. Okay. Kaminski, den kenne ich ja gar nicht. Klapperschlange. Was ist ein Kaminski, Alter? Den habe ich nie benannt. Wir nehmen die Errorkarte. Geil. Okay, stärker erhöhen. Wir erhöhen die Stärke von Friedrich. Ich habe eine Idee. Warum solltest du deine Kreatur nicht noch einen Augenblick länger wärmen? Ein der ausgehungerten Überlebenden trat einen Schritt näher. Es würde riskant werden. Wolltest du den Glück heraus oder ziehst du dich zurück? Ich ziehe mich zurück, Alter! Nein! Das war ein Feuer. Nein! Die kam der Verdacht, dass die Absichten der Überlebenden nicht ganz lauter waren. Deine Kreatur. Okay, also ich bin gegangen. Sehr gut. Jesus. Nicht dahin. Ochsenfrosch dahin, die Stinkwanze dahin. Gut, dann holen wir uns da nochmal Karten. Dieses Stack wäre mit der Familie aussuchen, aber dahinter die Item-Tasche brauche ich zum Beispiel nicht, also. Elster. Die begehrliche Elster. Sie kann jede Karte aus deinem Stapel herbeiholen. Wenn eine Karte mit diesem Siegel ausgespielt wird, kannst du deinen Stapel nach einer beliebigen Karte durchsuchen und sie auf die Hand nehmen. Hm. Aber an sich ist die halt sonst scheiße. Ist quasi ein Investment in eine andere Karte, aber das ist dann sehr viel Blut, was man dafür zahlen muss. Der Rabe ist halt auch teuer. Der Ringwurm ist ein Ringwurm. Ich weiß nicht, ob man die irgendwie krass buffen kann. Ich hatte ja auch bei dem Maus meine Hoffnung, aber da ist ja nichts passiert.
Haben wir nochmal richtig geil. Nein, wir nehmen sie und gehen. Ich habe auch bisher jedes Mal Friedrich auf der Hand gehabt, ey, krass. Der Ochsenfrosch hin, da die Stinkpflanze, weil die stinkt. Stock, okay. Das ist dann vielleicht jedes Mal was anderes, wenn man sie auf die Hand nimmt, okay. Zeig mir ein paar dieser Fälle, ich habe kein einziges, Junge. Hast keine. Verstehst du, wie enttäuschend das ist? Ich muss dir das geben. Verwende das, um ein paar Fälle zu kaufen. Kehr nicht nochmal mit leeren Händen zurück. Irgendwie was passiert, wenn du nochmal mit leeren Händen kommen würdest. Dann einmal neue Totem-Chance. Das da. Damit 12. Ich habe aber keinen geilen Wolf, oder? Naja. So, Goldgräber. Meine Bosskämpfe sind riesige, reiche Prüfungen deines Geschicks. Mit einer einzigen Flamme wirst du sie entweder bewältigen oder sterben. Keine Angst, den Rauch darfst du behalten. Du kamst an einen gewaltigen leeren Napf vorbei, umgeben von einem Haufen schwer bestimmbarer Innereien und Fleischbrocken. Anscheinend war der Napf für einen Hund gedacht. Doch welcher irdische Hund würde Mahlzeiten dieser Größe brauchen? Wo ist meine Hündin? So sehen wir uns wieder. Bosszeit, ne? Der Rauch bringt mir Knochen, wenn er stirbt. Okay. Kann man den Rauch opfern? Kann man. Ziemlich klug. Ja, ich finde, da stehst du eigentlich ganz gut. Wobei, eigentlich nicht. Eigentlich gehst du in der nächsten Runde drauf. Bisschen ärgerlich. Oh nein! Das Gold in diesen Karten, kleine Huren, so. Ja. Hermelin ist halt immer noch scheiße. Hirschkalb. Toll. Stinkwanze, sehr gut. Genau das, was ich brauche. Weg die Sau. Noch wirst du nicht zugrunde gehen. Wir haben nicht mal als Muli gekillt, ne? Vielleicht kann ich dich mit einer von diesen hier locken.
Der Gag ist halt auch so, why? Nimm mal den Mantisgott. Wenn ich den auch scheiße finde eigentlich. Du warst den wirren Blick des Goldsuchers los und saß nach vorne. Wir brauchen eine andere Karte. Naja, ich weiß. Im modrigen Geruch abgestandenes Wasser stieg dir in die Nase. Du hattest das Sumpfgebiet erreicht. Ich will mal meine Karten sehen. Wegen dem Wolf-Geschicht. Ich glaube nicht, dass wir bei der Höhle viel Erfolg haben werden. Ich habe einfach zu wenig Karten. Was ist denn das? Scheiße, jetzt habe ich Itemverschwendung. Nein, das kannst du nicht benutzen. Ich will es aber benutzen. Irgendwas. Ja, die auch. Eichhörnchen, oh, Rattenkönig, sehr gut. Dann holen wir uns nochmal Karten. Der Weg da sieht eigentlich jetzt gut aus. Ich koste 3 Blut, ey. Kann doch kein Mensch zahlen. Stärke erhöhen. Dann nehmen wir hier den guten Friedrich. Oh nein, wir gehen. Schlangen stinken, beziehungsweise Echsen. Alter, klar, ist einfach ist eine Klapperschlange, kann man mal machen, ne? Ich wirkte eine Klapperschlange, bis ihre Klapper schlapper klang. Das Hermedin Blut kostet, obwohl das Ding literally nix kann. Ich glaube, den Kampf habe ich schon verloren. Ja. Manchmal ist es schnell vorbei. Kaninchenbau. Der spendable Kaninchenbauer bringt ein Kaninchen hervor, wenn er ausgespielt wird. Wenn eine Karte mit diesem Siegel ausgespielt wird, entsteht ein Kaninchen auf deiner Hand. Die Karte Kaninchen ist definiert durch 0 Kraft und 1 Gesundheit. Nehmen wir trotzdem. Why not?
Kraft steigern. Redig, den hatte ich jetzt schon eine ganze Weile nicht mehr auf der Hand. Mir ist klar, dass es bei der Mantis mehr bringen würde, aber die Mantis hält halt auch nichts aus. Okay. Ist halt auch echt bitter, dass ich an sich Entwicklung für alle Wölfe habe, was cool ist, aber halt keine Wölfe. Sogar der Kaninchenbau kostet. Läuft nie an der Fruchtbarkeit der Kaninchen. Stimmt ja, man konnte ja auch die Gegner dahinter dann hitten. Ein Glücksgriff. Das ist in der Tat ein Glücksgriff, dass ich dich jetzt gezogen habe. Aber bei, die hat dann ja null Damage. Okay, da ist schlecht. Finde ich so, jetzt könntest du was damit ihnen. Nicht vergessen, dass meine Viecher dann auch, wenn ich sie ausspiele, direkt angreifen können. Halt bei anderen Kartenspielen nicht so, ne? Der wäre zwar in der Mitte besser, aber das passt schon so. Karten gönnen. Toll, Schrottkarte, Ameise und Fisch, oder? Kann ich nichts davon nehmen, bitte? Ah, Gegenstände. Kann ich mir jetzt mal drei Gegenstände mitnehmen und du hast drei. Vielleicht willst du stattdessen dieses Geschenk von meiner Freundin an. Buschratte. Okay. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge von Inscription. Bis dahin. Haut rein.